Die Xbox E3-Konferenz war voller Highlights. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. In diesem Video geht es um Cyberpunk 2077 und hier wurde das lang ersehnte Release-Date bekannt gegeben. Keanu Reeves wird ebenfalls Teil des Spiels sein und am 16.04.2020 soll Cyberpunk 2077 erscheinen. Die mögliche Hauptstory wird sich um ein Implantat drehen, welches den Träger unsterblich macht. Ob es sich hierbei um die Haupt- oder eine Nebenstory handelt? Wir werden es im April 2020 erfahren. Weitere Game-Highlights seht ihr im Anschluss an Cyberpunk. You made it. You blown up all over the news. Are you alone? I just want the money. You got the chip? All right, start her up, Bug. Why don't you go to the bathroom, wash up, we gonna be with you in a minute. What? Oh, come on, man. Your neck, it's a mess. While hotel security has yet to comment, we do know the suspect seems to have fled the scene. Initiating combat mode. Go! Destination confirmed. Woo! That's what I'm talking about! All right, in and out, we're rich! Oh, we are going to the major leagues, Jackie! Right. Jack? Oh, No. Okay, get to a clinic, now. Mr. Wells' condition is critical. Go! Immediate medical help okay. is required. Just hold on. Hey, just think about all the good that we're gonna have, huh? I'm sorry. Dex. Every corporal cop in this city's gonna be blasting down these doors after what you and your psycho friend did. We didn't need all this tension, damn it. Wake the f*** up, samurai. We have a city to burn. Please welcome Keanu Reeves. Good to see you. Thank you. All right. I gotta talk to you about something. CD Projekt Red. Cyberpunk 2077. All right. A while back,
The guys from CD Projekt Red approached me and asked me to be a part of their new project, Cyberpunk 2077. They were going on and on about how they'd create this vast open world with a branching storyline, how you'd be able to customize your character through in-game choices. And it's not something I knew before, but I was excited by. And I'm always drawn to fascinating stories. Cyberpunk is set in a metropolis of the future, where body modification has become an obsession. You play as an outlaw, an enhanced mercenary working in the sleazy underbelly of the city. Yeah. Okay, but let me tell you, the feeling of being there, of walking the streets of the future, is really going to be breathtaking. You're all breathtaking. All right. So I got to finish this. So tell me, do you guys want to know when the release date? Yeah. All right. Then check this out. Ready now? Whoa, hey, easy. Mr. Hand sent me. Am I right for the job? Okay, I'm in. Few have gone through to the other side. Let's do this. World premiere. Eine weitere Weltpremiere folgte mit der Ankündigung zu Spiritfarer. Wir können bauen, uns kümmern, erkunden und lernen, Lebewohl zu sagen. Ein krasser Kontrast zum vorher gezeigten Cyberpunk. In dem Independent-Titel von Thunder Lotus soll es um das gemütliche Management des Sterbens gehen. Die Entwickler wollen mit handgezeichneten Kulissen und einer bizarren Geschichte sowohl unterhalten als auch emotional bewegen. In der Rolle von Stella baut man ein Boot, um die Welt zu erkunden und sich um Seelen zu kümmern, bevor sie ins Jenseits übergehen. Es ist eine Mischung aus Aufbau und Crafting, die man auch kooperativ spielen kann. Dann übernimmt jemand die Rolle der Katze Daffodil. Wer über 30 ist oder sich gerne mit Klassikern beschäftigt, wird die Battletoads noch kennen. Bevor Teil 2 der Xbox-Pressekonferenz endet, seht ihr den neuen Gameplay-Trailer zu Battletoads. Das Spiel ist ein 2,5D-Koop-Game, ein Release-Termin ist bisher nicht bekannt und angekündigt wurde das bisher größte Abenteuer für Rash, Pimple und Sitz. Battletoads kann, wie gesagt, mit zwei weiteren Freunden als Couch-Koop gespielt werden. Wenn ihr den dritten Teil der E3 Xbox Pressekonferenz sehen möchtet, klickt am Ende auf die Kachel im Abspann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like unter dem Video und wenn ihr mehr Infos haben wollt, beziehungsweise immer up to date sein wollt, drückt gerne den Abo-Button. Bei Fragen oder Anregungen schreibt etwas Schönes in die Kommentare.